Hallo meine lieben Aquarianer und Garnelenfreunde. Heute gibt es endlich mal wieder ein neues Video. Ich habe in den letzten Tagen echt ein bisschen Stress gehabt. Vieles passiert, viel gibt es zu erzählen und deswegen habe ich das heute Video aufgenommen, um euch mal wieder ein bisschen abzudaten. Ja, freut euch drauf. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ja, was ist diese Woche alles passiert? Also, ja, zunächst mal war wirklich viel los im Moment, privat. Mein Töchterchen hatte Geburtstag, da musste einiges vorbereitet werden in der Woche. Und jetzt war heute auch noch die Geburtstagsparty und ja, allein dafür hat es mich schon einiges an Zeit gekostet, weil ich das mal wirklich dann auch schön haben will für die Kleine. Ja, und dann war ich ja unterwegs mit dem Marc Flato, war ich wieder in Wiesbaden beim Coral Master, dem Daniele. Und ja, ich weiß nicht, ob jemand von euch dabei war gestern beim Live-Sale. Wir haben ja vor knapp 6 Stunden oder so gestreamt bei YouTube. Ja, das hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Erstens mal hat Daniele ja wieder richtig krasse Korallen rausgehauen, muss ich sagen. Und war auch cool, mal wirklich live dabei zu sein. Vor 2 Wochen habe ich ja bei Jungle and Reef im Live-Sale einiges ersteigert von zu Hause aus. Und diesmal war ich ja dann live vor Ort und durfte ja nicht mitsteigern. Ich habe aber trotzdem am Ende noch einiges so beim Daniele dann mitgenommen, bevor ich gefahren bin. Ein paar Schnecken und richtig schöne Korallen. Und bin also auch nicht ganz leer ausgegangen. Ja, und dann war das wirklich mal cool, auch auf der anderen Seite zu sitzen zwischen Marc und Daniele und das Ganze mitzugestalten. War wirklich mega lustig, wir haben viel gelacht. Und ja, so ein bisschen technisch habe ich mich da auch eingebracht und habe immer die Startgebote reingehauen. Ja, und war wirklich eine coole Sache, hat mir Spaß gemacht. Ja, vielleicht hat von euch jemand, wie gesagt, zugeschaut und fand es auch ganz witzig. Schreibt es mir gerne mal drunter als Kommentar, würde mich freuen. Ja, jetzt gibt es erstmal ein paar Bilder zu dem Korallen-Live-Sale aus Wiesbaden beim Coral Master. Viel Spaß dabei. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu meinem neuen Video. Wir machen uns gerade auf dem Weg zum Coral Master, denn da bin ich heute live mit dabei beim Live-Sale von 100 Korallen. Das wird auf jeden Fall eine Gaudi geben. Bin voll gespannt. Ja, und ich nehme euch natürlich mit. Zwei rechten Fahrten.
dann gibt es ja auf jeden Fall noch ganz viel Neues zu meinem Meerwasserbecken, weil ich ja jetzt inzwischen auch noch ganz viele neue Tiere habe. Es sind Tiere gekommen von Jungle and Reef von dem Lifestyle, wie ich vorhin schon gesagt habe. Die sind gekommen, ganz viele Mini-Ableger von SOAS habe ich da neu. Dann habe ich mir auch noch ein paar neue Garnelen besorgt, nämlich die Wurde-Money-Garnelen. Da habe ich mir zwei besorgt, weil die ja auch auf die Glasrosen gehen. Ich hatte nämlich zwei, drei Glasrosen im Becken entdeckt und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass die das gut im Griff haben. Also ich habe jetzt bisher nur eine Glasrose noch gesehen, ansonsten die anderen sind schon verputzt. Und das Gute ist ja bei denen, dass die auch andere Sachen fressen. Ja, also wenn die Glasrosen mal dann weg sind, haben die noch genug andere Dinge, die sie futtern, was ja bei den Schnecken nicht so wäre. Ja, da hatte auch jemand mal was zu geschrieben, dass man die ja natürlich auch weitergeben kann oder sie dann sterben, wenn keine mehr da sind. Aber ja, ich bin da nicht so herzlos. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Aber weitergeben, klar, das könnte man machen. Aber sie dann sterben lassen, finde ich persönlich jetzt nicht so die erste Wahl. Naja, genau, deswegen hatte ich mich für Wurde-Money's entschieden. Jetzt zeige ich euch, wie ich die nächste Lieferung auspacke. Ich habe nämlich jetzt meine Wurde-Money-Garnelen bekommen. Das sind zwei Tiere. Und die hole ich jetzt mal hier raus. Die werde ich jetzt gleich wieder als erstes angleichen. Gut, schon. Ja, machen wir auf jeden Fall ein paar schönere Bilder im Becken. Ja, das wäre Nummer 1 und dann haben wir Nummer 2. Ich will einmal checken, ob hier alles okay ist. Ja, auch dem Tier geht es sehr gut. Wir werden jetzt eingewöhnt, dafür hole ich mir jetzt einen Eimer. So, jetzt packe ich die erstmal beide hier in den Eimer rein mit dem Wasser. Vorsichtig reinlegen. Zack. Und jetzt die andere. So, jetzt sind die beiden im Eimer. Den stelle ich jetzt ans Becken. Ja, Wirbellose, wo bist du? Da. Wirbellose werden immer ja, mit dem Tröpfchenverfahren angeglichen quasi. So, muss ich einmal eben hier ansaugen. Ja. Gib alles. So, dann schön runterdrehen. Genau. Perfekt. So, jetzt seht ihr, kommt das hier tröpfchenweise raus. Es dauert ja eine gewisse Zeit. Dann machen wir auch wieder zu. Ja, in der Zwischenzeit könnten wir uns die Korallen angucken. Jetzt genau. Gucken wir uns unsere neuen Schätzchen an, die Korallen. Das sind ja 10 Stück an der Zahl. Und da sind Gott sei Dank die Zahlen draufgeschrieben worden, damit man die auch unterscheiden kann voneinander. Ich habe nämlich schon mal einmal kurz reingelünkert. So. Ja, bei 10 Korallen denkt man ja eigentlich, so ein Paket. Und es ist ein richtig dezentes Paket gekommen, weil das sind ja auch wirklich nur Ableger. Ja, ihr müsst mal schauen hier zum Beispiel. Das ist jetzt meine Nummer 36. Ein Mini-Ableger hier. Kann man das erkennen? Ist das scharf, Schatz? Ich glaube, ja. Ja, das ist ja wirklich, also für alle, die vielleicht gedacht haben, oh, warum bestellst du so viel? Das wird sich verlaufen im Becken. Das wäre jetzt die 43. Wir gucken gleich mal nochmal, was genau, wie die jetzt heißen, welche Zahl was war. Ich würde sagen, ja. Dann fangen wir jetzt erstmal an, uns um die Korallen zu kümmern. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, habe ich ja jetzt dann 4 Garnelenarten da drin.
Und ganz viele verschiedene Korallen. Ich bin auch unheimlicher Fan von den Gonioporas geworden. Ich habe in meinem Becken jetzt eine blaue. Ich habe ganz neu gestern vom Daniele, vielen Dank für das schöne Tier, eine richtig knatschgelbe mitgenommen. Dann habe ich noch eine rote, die hatte ich bei Jungle and Reef als Handpick dann ganz zum Schluss mir noch ausgesucht. Die entwickelt sich eigentlich auch ganz gut. Ist noch nicht ganz so rot, wie ich mir das vorstelle oder wie sie da aussah. Aber sie kommt so langsam. Und dann habe ich ja noch meine rosane, meine pinke. Die sieht auch mega schön aus. Dann habe ich ja jede Menge Soas. Zwei krasse Soasteine habe ich da drin und ganz viele kleine Ableger mir besorgt. Was ich noch mitgenommen habe, ist eine richtig schöne Chalice. Zeige ich euch gleich auch noch mal im Video. Eine Fabia. Und was habe ich noch? Ricordias habe ich da drin. Eine Scolemia habe ich dann noch. Und eine Lorophyllia habe ich mir auch noch mitgenommen. Bildschöne Tiere. Mittlerweile habe ich auch meine Scherengarnelen wieder gesehen. Die haben ja so, dadurch, dass sie nachtaktiv sind, habe ich da so das Problem, dass ich die so grundsätzlich kaum sehe, außer wenn ich abends halt die Wasserwerte checke. Ich messe ja jeden Abend noch alles durch, um immer zu gucken, was fehlt, dass ich das nachdosieren kann. Und da habe ich halt ein Futterschälchen jetzt reingestellt, so ein Glasschälchen, so wie ich das in meiner Garnelenzuchtanlage auch habe. Da packe ich jetzt immer dann entsprechend abends auch was Futter rein. Und ich versuche die ein bisschen zu konditionieren. Das heißt, ich klicke da auch, wahrscheinlich haltet ihr das für Humbug, ich schwöre drauf, ich klicke ein bisschen mit meinem Futterrohr auf das Glasschälchen und die kommen dann raus. Ich kann das auch gerne mal versuchen zu filmen. Dann klicke ich da so ein bisschen drauf, tue das Futter rein. Die erste, die da ist, ist eigentlich immer eine von meinen Salz- und Pfeffergarnelen. Die rast komplett durchs Becken, ist total irre. Meistens gehe ich auch schon hin und fütter die separat mit einem Kügelchen. Die andere, die ist eher verhalten, die kommt immer etwas später. Aber eine, wie gesagt, rast immer voll drauf los. Und dann habe ich als nächstes öfter eigentlich noch die Wooden Moneys da. Da war ja eigentlich der Plan, dass die wirklich erstmal die Grasrosen fressen. Gut, jetzt ist da nur noch eine übrig. Sollen sie dann auch die anderen Sachen fressen? Aber ich möchte ja so gerne meine Zanzibar-Scherengarnelen filmen. Ich habe auch ein Reel dazu schon bei Instagram gepostet. Das ist wirklich verrückt. Die sind noch so schüchtern. Eigentlich immer, wenn die mich wahrnehmen am Aquarium, zucken die sofort zurück. Wie gesagt, mit dem Futter kommen die dann raus. Sie kommen vor allen Dingen mit ihren langen Scheren dann weit nach vorne und den Antennen. Und dann ja, muss ich wirklich ganz krass, also erstarren quasi. Wenn ich dann nicht das Handy direkt parat habe, habe ich sowieso Pech mit dem Film, weil wenn ich mich dann bewege und das Handy hole, dann sind die meistens schon wieder weg. Aber wenn ich es dann schaffe, dann kommen sie tatsächlich mal raus. Aber ich komme da nicht so nah dran. Sobald ich mit dem Handy in Richtung Scheibe gehe, flitzen die sofort zurück, aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass ich das noch in den Griff kriege und dass die sich an mich gewöhnen und dann auch weiter rauskommen. Dann ist das ja auch so, dadurch, dass ich halt das abends mache, weil die ja nachtaktiv sind, ist auch das Licht dann schon fast oft auch runtergefahren. Das heißt, das erschwert das ganze Aufnehmen von den Videos natürlich dann auch noch, aber ja. Das wird noch kommen, denke ich mal. Da bin ich eigentlich guter Dinge. Irgendwann kriege ich das schon mal hin. Ja, dann hatte ich ja im letzten Video auch erzählt, dass ich da eine leichte Trübung drin hatte. Die hatte sich kurze Zeit später auch noch mal ein bisschen verstärkt, würde ich sagen. Dann habe ich, also ich habe hin und her überlegt, wir hatten auch schon hier so ein Ozongerät, hatten wir schon bestellt gehabt. Das lag schon hier, aber wir haben uns doch dagegen entschieden, gegen Ozon. Man hat ja doch so viel Negatives darüber gehört. Und überdosieren hier und da und bla und schädlich für einen selber. Ja, dann haben wir uns doch dagegen entschieden, haben das wieder zurückgeschickt und haben uns einen UV-Klärer besorgt. Und ja, da habe ich den entsprechend mit einem Filter ans Becken gepackt und habe das einfach nebenbei laufen lassen ein paar Tage. Und dadurch ist die Trübung halt komplett weggegangen. Dann habe ich das wieder abgenommen vom Becken. Dann kam die Trübung noch mal kurz wieder. Ja, und dann habe ich es wieder angeschaltet. Ja, und jetzt habe ich das wieder ausgemacht. Und das Becken ist immer noch klar. Was ja schon mal super ist. Also das müsste eigentlich jetzt auch im Griff sein. Der Filter hängt zwar noch dran, aber der UV-Klärer ist entsprechend aus.
Ja, was ich halt immer noch habe, ist der krasse Algenwuchs. Also das sind ja richtige Algenbüschel, die da auf den Stein wachsen. Die waren auch vorne im Bodengrund. Da habe ich halt schon mal so ein bisschen rumgekratzt und abgesaugt, gekeschert vielmehr. Ich habe aber das Gefühl, dass das jetzt ein bisschen zurückgegangen ist. Wir haben das Licht noch ein bisschen runtergeschraubt, ein paar Prozente runtergenommen. Ich glaube, dass die Schnecken jetzt so langsam auch mal dran gehen und da was fressen. Ja, ich habe mir ja gestern vom Daniela auch noch ein paar mitgebracht. Da ist auch eine richtige Spooky-Garnele dabei. Ich habe den Namen gar nicht, da muss ich den Daniela nochmal fragen. Die hat so zwei richtig süße Glubschaugen und so ein Rüssel wie so ein Elefant. Da habe ich vorhin auch ein Video gemacht, die ist ja sowas von zuckersüß, wie die einen anguckt. Hängt hier vorne auch im Becken ab. Ein paar hat sie immer irgendwie oben drauf sitzen, die mit ihr mitfahren quasi. Eine richtig schöne auch dabei, die sieht aus wie so ein Fußball von der Färbung her. Ja, also habe ich da jetzt eigentlich, denke ich, genug Schnecken drin, die sich da um die Algen kümmern können. Ich hoffe, dass das halt in absehbarer Zeit dann auch weg ist und schöner aussieht. Ich hatte nämlich teilweise die Zoa-Ableger, die sind ja teilweise so klein, richtig klein, und die Algen, diese Büschel, teilweise so schon drüber gewachsen. Ja, und dann bin ich halt hingegangen und habe mit einer Zahnbürste, also natürlich eine frische Zahnbürste, bin ich hingegangen und habe da rundherum schon mal ein bisschen weggeschrubbt, dass die, ich hatte das Gefühl, die kriegen kaum noch Licht oder können nicht mehr atmen quasi, waren da so ein bisschen eingekesselt in den Algen, ja, und das habe ich da ein bisschen freigerubbelt. Ja, und jetzt sehen die wieder tipptopp aus. Ja, dann meine Pilzlederkoralle, die ist auch ein bisschen crazy. Ich habe das Gefühl, die häutet sich jede Woche. Die wächst und wächst und wächst. Der scheint es da richtig super zu gehen in der Ecke. Ich denke immer, boah, jetzt geht die ein, aber was macht die da? Aber eigentlich ist sie dann wieder nur in der Häutungsphase. Also ständig eigentlich irgendwie wächst die. Und ja, jetzt im Moment ist, oder jetzt gerade ist die Häutung quasi durch. Und sie hat wieder alle Polypen ausgefahren. Sieht wieder richtig kernig gut aus. Aber ich muss sagen, jetzt so langsam ist mein Becken korallenmäßig auch voll. Da kann ich eigentlich so gut wie nichts mehr reinpacken. Werde ich wohl jetzt auch so lassen. Ich habe heute Morgen mit meinem Schatz alles jetzt fertig da umstrukturiert, wo die besten Plätze für die Korallen sind. Ja, und jetzt ist da eigentlich sozusagen nur noch genug Platz, dass sie auch die, die da sind, auch noch gut wachsen können. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie es mit den Garnelen weiterläuft. Ob und wann dann da vielleicht mal Nachwuchs kommt, dann ist ja noch die Frage, von wem ist der Nachwuchs? Wenn dann da mal Larven im Becken rumschwimmen, ist es dann irgendwie so eine spannende Sache. Was wird dabei rumkommen? Welche Garnele ist es? Von welcher? Außer ich sehe dann vorher halt mal Eiertanten. So wie bei meinen Süßwassergarnelen, da ist es ja ein bisschen einfacher. Da habe ich ja jetzt hier 4 Arten drin. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es da klappt mit der Zucht. Ja, jetzt zeige ich euch mein Becken, wie das aktuell aussieht, mein Meerwasserbecken. Ihr werdet sehen, da ist wirklich einiges dazugekommen. Viel Spaß! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your
gonna rain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Ja, und was ist noch so Neues? Auf meinem Instagram-Account habe ich den Shrimp of the Year Contest gestartet. Der Shrimp of the Year Contest, der hatte in den letzten 2 Jahren auch stattgefunden, so unter den Instagram-Leuten. Ist jetzt nichts Offizielles, sage ich jetzt mal, ne? Aber so unter uns in der Aqua-Community haben wir das gemacht. Und letztes Jahr habe ich den gewonnen. War mega spannend, muss ich sagen. Und derjenige, der das halt veranstaltet hat, dessen Account gibt es leider nicht mehr. Und dann habe ich irgendwie gedacht, jetzt hast du das letztes Jahr gewonnen, vielleicht kannst du es dieses Jahr mal ausrichten. Ich habe auch 2 tolle Sponsoren gefunden. Einmal den Philipp von Garnelen for You. Vielen Dank nochmal dafür, dass du dich da einbringst mit deinen Produkten. Und auch die Firma AK. Vielen Dank auch an euch. Ihr habt mich ja öfter schon supportet, gerade auch bei meinem Meerwasserprojekt. Auch dafür nochmal ein Dankeschön. Und habe eine mega krasse Kiste zugeschickt mit Dingen für diejenigen, die dann Platz 1 und 2 beim Fotowettbewerb haben. Also wirklich vielen Dank dafür. Ohne euch wäre es wahrscheinlich nicht ganz so cool für die Teilnehmer. Ja, und dann sind tatsächlich sage und schreibe 36 Bilder eingesendet worden. Also die hatten dafür Zeit, ungefähr 3 Wochen bis zum, wann war das, 15.11. mir da was einzureichen. Mega schöne Bilder von Garnelen und ja, jetzt ging es Freitag dann los mit der ersten Runde. 36 Bilder wurden hier eingereicht, also gab es 18 Battles in meiner Story bei Instagram. Wäre vielleicht auch cool für euch. Die nächste Runde startet nämlich jetzt am kommenden Freitagabend wieder, geht dann ja bis Samstagabend. Stimmt da gerne ab für aus eurer Sicht für die schönsten Garnelen. Wie gesagt, da ja 18 Leute weitergekommen sind, wird es dann 9 Battles geben in der nächsten Runde. Und ja, wäre doch cool, wenn ihr da auch mit abstimmt und euch da die schönsten Garnelen raussucht. Das geht dann immer so weiter, bis natürlich am Ende im Finale nur noch 2 Bilder übrig bleiben, beziehungsweise 2 Accounts und ja. Darunter wird dann noch der Shrimp of the Year 2022 gekürt. Aber Platz 1 und 2 werden beide was gewinnen. Denn ich finde nämlich Platz 2 oder eigentlich auch schon 3 und 4 sind ja auch schon echt eine coole Leistung bei so vielen Teilnehmern. Es kam wirklich gut an, der Fotowettbewerb schon jetzt in der ersten Runde. War es so spannend und ich war völlig begeistert darüber, wie viele Leute letzten Endes da auch in die Story gekommen sind und abgestimmt haben und dass die Leute auch es geschafft haben, so viele aus ihren eigenen Communities zu mobilisieren, dann für sie abzustimmen. Und es war auch echt schon mega spannend. Also da sind einige Battles gewesen. Da war immer so 48%, 52%, dann wieder 49%, 51%, 50%, 50% teilweise auch. Und ein Battle ist letzten Endes wirklich auch 50-50 ausgegangen, also laut Insta. Die zeigen ja leider keine Nachkommastellen an. Aber in meiner Story konnte ich natürlich sehen, wie viele Stimmen es waren und dann war wirklich eine Stimme mehr. Ist schon echt eine knappe Nummer gewesen. Also coole Sache auf jeden Fall. Ich hoffe, es geht weiter so spannend dann jetzt in der nächsten Runde zu. Und ja, schaut gerne mal da vorbei. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Ich habe auch vor, also das wäre so das, was ich jetzt für die Zukunft geplant habe, nach meinem letzten Video meiner Shrimp Room Tour. Da gab es ein paar Kommentare, dass ihr euch doch noch mehr von meiner Garnelenanlage gewünscht hättet. Das wird noch kommen, das Video. Da hatte ich jetzt noch gar keine Zeit, das nochmal zu machen.
Aber das wird auf jeden Fall noch kommen. Das verspreche ich euch, das werde ich nochmal ganz genau machen. Da werde ich auch noch was über die Technik von der Anlage erzählen, also was Licht angeht und Filtrierung gerne auch nochmal. Ich habe zwar was in meinem ersten Video dazu gemacht und auch in meinem Video über Zucht und Garnelenhaltung. Aber wenn ihr das so wünscht, zeige ich euch gerne auch nochmal einzeln die Becken und werde dann, wie gesagt, auch nochmal mehr zur Technik und so machen, auch was die Druckdose angeht und so weiter. Das wird noch kommen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir die doch super gerne unten in die Kommentare rein. Ich freue mich immer über Kommentare, versuche auch so gut es geht, alle zu beantworten. Und Däumchen nicht vergessen, ja, wie der Marc immer sagt, ein Däumchen ist ein Träumchen. Bitte vergesst das nicht. Und ja, falls ihr auch heute zum ersten Mal zuschaut, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Das war's für heute. Das nächste Video wird dann sehr wahrscheinlich über meine Garnelenzuchtanlage sein. Bleibt dran, würde mich freuen. Ich bin raus. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.